Bei russischen Luftangriffen in der nordöstlichen Region Charkiw sind nach Angaben des ukrainischen Militärs mehrere Menschen verletzt worden. Zwei Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem die Stadt von Präzisionsbomben getroffen und mehrere Wohnhäuser beschädigt worden seien, schrieb der Bürgermeister der Stadt auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Laut Behörden wurden bei späteren Angriffen auf die Region 4 Menschen verletzt. Russland bestreitet, gezielt Zivilisten anzugreifen. Die ukrainische Luftwaffe konnte nach eigenen Angaben in der Nacht zu Montag 66 russische Kampfdrohnen abfangen und zerstören. Die russischen Streitkräfte hätten insgesamt 100 Drohnen auf Ziele in der Ukraine gestartet. Einige hätten die zivile Infrastruktur getroffen, hieß es. Russland wiederum meldete am Sonntag einen Beschuss durch ukrainische Drohnen in der Region Woronesch. Dabei sei eine Ethanolfabrik in Brand geraten, hieß es auf russischen Telegram-Kanälen. Der Regionalgouverneur sprach von einem Angriff auf eine nicht näher bezeichnete Industrieanlage, bei dem ein Mensch verletzt worden sei. Unterdessen wächst die Sorge einer Verschärfung des Konflikts durch eine mögliche Beteiligung Nordkoreas. NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte dazu am Montag: Ich kann bestätigen, dass nordkoreanische Truppen nach Russland entsandt wurden und dass nordkoreanische Militäreinheiten in der Region Kursk stationiert wurden, sagte Rutte und sprach von einer erheblichen Eskalation sowie einem weiteren Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Die NATO fordere Russland und Nordkorea auf, diese Handlungen unverzüglich einzustellen. Die sich vertiefende militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea ist eine Bedrohung sowohl für die indopazifische als auch für die euroatlantische Sicherheit. Sie untergräbt den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und heizt den russischen Krieg gegen die Ukraine an. Zugleich zeige Nordkoreas Beteiligung eine wachsende Verzweiflung Wladimir Putins, sagte Rutte. Im Krieg des russischen Präsidenten seien bereits mehr als 600.000 russische Soldaten getötet oder verwundet worden. Und er ist nicht in der Lage, seinen Angriff auf die Ukraine ohne ausländische Unterstützung aufrechtzuerhalten, sagte Rutte in Brüssel. Der Kreml hatte Berichte über einen nordkoreanischen Truppenaufmarsch als Fake News abgetan. Putin selbst dementierte Ende der vergangenen Woche jedoch nicht, dass sich nordkoreanische Truppen in Russland aufhielten und sagte, es sei Moskaus Sache, wie ein Partnerschaftsabkommen mit Pjöngjang umgesetzt werde.